Der Tag heute macht seinem Namen alle Ehre. Es ist Sonntag. Und nach dem Verregnen gestern ist es eine wahre Wohltat, wieder die Sonne auf der Haut zu spüren. Ich habe im letzten Video gesagt, es wird mal wieder Zeit, aus Wasser zu gehen. Komm mit! Nur wenige Kilometer von Mikolaiken entfernt finde ich den Ort Krutin. Von hier starten Kanutouren und ich habe sofort einen Passagier. Ich beobachte die Ufer auf beiden Seiten. Ständig gibt es interessante Einblicke und Aussichten. Langsam und behäbig paddelte ich hier den Fluss hinunter. Seine träge Strömung schieb mich fast von alleine an. Und manchmal meine ich, ich wäre wie in einem grünen Tunnel. Heute ist Sonntag und so sind sehr viele Familien und lärmende Gruppen unterwegs. Aber ich finde oft ruhige Fleckchen, in die ich mich zurückziehen und die Tiere beobachten kann. Irgendwann gelange ich an ein Wehr. Hier muss ich aussteigen und das Kajak umtragen. Aber gegen ein kleines Trinkgeld wartet Hilfe. Nach dem Hindernis ist die Strömung zuerst einmal viel stärker. Und ich brauche nur wenige Paddelschläge, um die Richtung zu korrigieren. An vielen Stellen gibt es Gelegenheit, das Boot zu verlassen und ein Picknick einzulegen. Nach 13 Kilometern Paddeltour kommt der Kirchturm von Ugda näher. So endet ein schöner Tag auf der Krutina. Eine meiner Hauptintentionen, nach Masuren zu reisen, war Wildtiere zu beobachten und zu fotografieren. Dafür fahre ich oft abseits der Hauptstraßen. Thank you.
Natürlich habe ich meine Kameraausrüstung ständig griffbereit. Denn unverhofft kommt oft. So wie bei diesem Kranich. Auf dem Bauch liegend, getarnt im Gras, filme ich ihn, bis er mich entdeckt. Gesucht und gefunden habe ich die Tarpane. Sie leben wild auf einer Halbinsel zwischen Spätingsee und Beldansee. Der Zugang ist durch ein Viehgatter gesichert. Die Tarpane wurden aus anderen Rassen zurückgezüchtet und kommen dem Urpferdchen wohl sehr nahe. Einzig die lange Mähne stimmt nicht überein. Typisch für Wildpferde ist der Aalstrich, der von der Mähne bis zum Schweifansatz führt. Fast in jedem Dorf sehe ich Storchennester. Der Weißstorch hat sich an den Menschen gewöhnt und ist mit ihm eine Symbiose eingegangen. Er fängt viel Ungeziefer, auch Mäuse, Ratten und Schlangen. Dafür lässt der Mensch ihn in Ruhe in seiner Nähe nisten und seinen Nachwuchs aufziehen. Und so eine Familie mit vielen kleinen Schnäbeln will versorgt sein. Ständig geht einer der Partner auf Beutezug. Und wenn euch mein Filmchen gefallen hat, macht's wie immer. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und für die Neulinge, ihr könnt meinen Kanal abonnieren und ihr werdet sofort informiert, wenn es etwas Neues gibt.